Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute direkt von der Mercedes-Benz Fashion Week. Letzter Tag, wir haben es geschafft. 20 Shows haben wir hinter uns. Jede Menge habt ihr schon gesehen. Die nächsten Folgen noch in den nächsten Tagen. Ich mache es euch in die Infobeschreibung mit hinein. Gleich treffen wir auch noch Jeanette, die uns ein bisschen ihr Resümee der Fashion Week sagt. Natürlich nicht nur über die Shows hier im Zelt, sondern auch die Offside-Locations. Und natürlich möchten wir auch wissen, was waren die Highlights und Lowlights der Woche. Jeanette. Ja. Wir haben es geschafft, oder? Wie viele Shows hast du jetzt eigentlich besucht bei der Woche? Das war jetzt meine 18. und jetzt bin ich wirklich durch. Glaube ich. Hast du denn auch Shows besucht außerhalb vom Zelt? Ja, in sogenannten Offside-Locations, und das ist eigentlich das, was schön ist, weil hier in der Mercedes-Benz Fashion Week Zelt, da läuft alles gleich ab. Und wenn du Offside bist, dann lassen sich die Designer meistens was einfallen. Die Location ist anders, die Show ist anders. Und ja, das hat mir eigentlich besser gefallen, alles was Offside war. Also ein Tipp von dir sozusagen. Ja. Wenn wir schon bei den Tipps sind, was für 5 Tipps kannst du unseren Zuschauern geben zum Thema Fashion Week Berlin? Du meinst, was man... Vorbereitung, währenddessen und so weiter und so fort. Wenn man ständig fotografiert wird, vor allem als Blogger, wäre es hier vielleicht wichtig, jede Menge Klamotten oder Outfits dabei zu haben. Ja, ich habe am Tag, glaube ich, 3 Outfitwechsel. Ja, also das vielleicht als Tipp 1. Als Tipp 2, man kommt nicht zum Essen, das ist ja die Fashion Week Diät. Du rennst von einer Show zur anderen. Deswegen immer was in der Tasche, was Süßes dabei haben oder irgendwie ein Müsli-Riegel oder sowas, ja? Oder ein Energy-Drink, Tipp 2. Tipp 3 ist vielleicht ein Deo, ne? Man kommt also kaum dazu, sich frisch zu machen. Tipp 4, ausreichend trinken, viel Wasser, weil wenigstens nicht von innen austrocknen. Und Tipp 5, einfach das Ganze locker sehen, ja? Nicht verkrampft, Spaß haben. Und ja, es ist eine oberflächliche Welt hier, aber eine sehr schöne, eine inspirierende Welt. Und vielleicht einfach das für sich rausziehen, was einem am besten gefallen hat. Bei 18 Shows, ganz ehrlich, im Kopf geblieben sind mir nur 6. Und einfach genießen und Spaß haben. Ja, Spaß haben, das ist eine gute Überleitung. Aber ich muss zugeben, bei unseren Shows, wir hatten zwar Spaß, aber die einen haben mehr Spaß gemacht und die anderen weniger. Was waren denn deine Highlights bzw. Lowlights der Woche? Highlights waren Marcel Ostertag, das ist ein Münchner Designer, das war eine Offside-Location, ganz klar. Dann Anne Gorke, das Witzige hier war Hip-Hop-Musik, die Models sind tatsächlich über den Catwalk getanzt, in einem tollen Groove. Was war noch ein Highlight? Auf alle Fälle Lena Hoschek, da war sogar der Catwalk passend zu ihrem Blumenmuster ausgelegt. Also Lena Hoschek war super. Ja, das sind so die 3 Highlights für mich gewesen. Und Dimitri, nicht zu vergessen, Dimitri. Das war alles so tragbar, sehr viel schwarz und wenn Farbe dabei war, dann was nude. Also das war mit mein allerliebster Designer. Ach, ich habe noch was vergessen. Natürlich Guido Maria Kretschmer, wenn es um Glamour geht. Also Abendgarderoben, Pailletten, Glamour-Looks, dann ist Guido natürlich auch mit auf der Liste. Ja, alle Shows haben wir euch auch in der Infobox verlinkt, bis auf die von Guido. Da hatten wir leider oben Plätze, wo wir eigentlich keine schönen Aufnahmen machen konnten. Aber ich bin mir sicher, der ein oder andere Kollege hat tolle Bilder gemacht. Alle 19 Shows, also 18 in dem Fall, habe ich auch in der Infobox verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Und auch 10 Fakten zur Fashion Week Berlin habe ich euch gemacht. Die kommen aber wohl erst im Februar. Ihr solltet das also nicht verpassen, abonnieren zu klicken, weil sonst seht ihr sie nicht. Und wir sehen uns bald wieder in München, beziehungsweise auf deinem Blog, weil du bist ja auch bei YouTube, gell? Ich bin Vloggerin, ja, schaut vorbei auf Genies Vlog. Und ja, ich bin jetzt froh, dass es nach Hause geht. Wir sind mir und wir fahren Hamm. Soll ich den Vlog unten verlinken? Ja, sehr gerne. Dann verlinken wir das. Viel Spaß, ciao. Danke, ciao. Neben mir ist jetzt der Dominik. Du bist der Model und natürlich ist die Fashion Week für dich sowas wie die Pflichtlektüre die Woche. Wie war denn deine Woche Fashion Week in Berlin? Ja, also auf jeden Fall wieder stressig, wie jede Fashion Week. Aber ich habe schöne Shows gesehen, mega Kollektionen. Coole Partys gehabt, aber ich bin jetzt auch echt froh, dass es wieder vorbei ist und ich mal wieder einen normalen Tagesablauf reinbekommen mit mehr Schlaf als in den letzten Tagen. Liebe Zuschauer von Monaco Deluxe, jetzt habe ich die Maren neben mir und ja, die ganze Zeit sehe ich dich schon mir gegenüber sitzen. Ich glaube, du bist doch der absolute Fashion-Fan zur Fashion Week, oder? Ja, seit ich auf der Welt bin, liebe ich Mode. Solange ich zurückdenken kann, ist Mode und schöne Kleidung für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe ja auch immer schon eigene Modekollektionen gehabt. Dementsprechend halte ich mich natürlich gerne auf dem Laufenden, was es denn vielleicht eventuell mal für neue Trends gibt. Die Fashion Week hatte eigentlich offiziell erst heute angefangen. Daher meine Frage, was sind so die Must-Haves an Veranstaltungen oder Shows, die man nicht verpassen darf? Naja, ich gehe morgen zu Guido Maria Kretschmer und das ist natürlich ein absolutes Muss. Und davor ist dann noch Laurel. Wenn man dafür eine Einladung ergattert, das ist auch klasse. Heute bin ich jetzt hier und da verpasse ich Riani und Marcel Ostertag. Also
Aber man kann nicht überall sein, aber das sind eben auch gute Shows. Und ja, und dann gibt es die Partys anschließend und da hofft man natürlich auch auf den Designer zu treffen. Und wenn einem die Show gefallen hat, dann fragt man auch schon mal, ich brauche ein Kleid für diesen und jenen Ball. Und ich gehe jetzt zum Beispiel zum Wiener Opernball am 4. Februar an meinem Geburtstag. Oh. Also die richten für mich einen richtig tollen Ball in Wien aus, ganz klasse, mit ganz viel Prominenz aus der ganzen Welt. Und da brauche ich natürlich noch ein tolles Kleid und da gucke ich jetzt immer. Neben mir habe ich jetzt Julina, mitten auf der United Fashion Award. Es freut mich, dass du hier bist. Wie kam es dazu? Bist du die ganze Zeit zur Fashion Week unterwegs? Ja, wir sind tatsächlich gestern angereist und bleiben auch noch bis übermorgen. Hast du so einen präferierten Look, den du gerne jetzt trägst? Was ist so dein privater Style, den du gerne unseren Zuschauern mitteilen möchtest? Also ich mag es immer gerne sehr edel und trotzdem aber schon, ja, wie soll ich sagen, schon auffällig und feminin. Man sagt immer, die Fashion Week in Berlin, ja, muss die sein, braucht die man überhaupt? Was ist deine Meinung dazu? Also ich finde, das ist auf jeden Fall jedes Jahr immer wieder ein Event, zu dem man gerne geht. Für mich persönlich ist das jetzt das erste Mal, aber man hat ja auch schon in den vergangenen Jahren immer mitbekommen, dass da verschiedene Designer eben ihre Mode ausstellen und so. Und ich glaube, es ist genauso wie Kunst, die man sich halt irgendwie anschaut bei einer Ausstellung. Es macht einfach Spaß und vor allem man hat auch viel davon, weil man kann sich Inspiration für sich selbst auch holen und schauen, was ist jetzt gerade so angesagt, gehe ich mit dem Trend oder gehe ich nicht mit dem Trend. Und ich finde, es ist eigentlich immer ein cooles Event und vor allem ist es natürlich ein Get-Together. Man lernt wieder anderen Menschen kennen und kann vielleicht auch neue Connections eben für den eigenen Weg eingehen. Also es ist total spannend. Also bist du ein Fashion Week Fan sozusagen? Ich bin ein Fashion Week Fan. Ja, super. Danke dir. Viel Spaß heute Abend. Dankeschön, Eva. Die Fachpresse sagt ja immer wieder so, die Fashion Week Berlin, na ja, brauchen wir sie überhaupt? Was sagst du als Nachwuchsdesignerin zu dem Thema? Also ich finde die Fashion Week hier in Berlin schon sehr wichtig, gerade für uns deutsche Newcomer-Designer. Das ist immer wieder eine gute Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und auch international einfach zu zeigen, was man kann. Hier kommen ja Leute aus aller Welt und das ist immer schön, auch mitzuerleben. Wäre es auch mein Ziel von dir, auf der Mercedes-Benz Fashion Week zu laufen? Auf jeden Fall, das wäre natürlich so der größte Traum und das ganz große Ziel, aber ich denke jetzt mal, hier die Fashion Show ist schon mal ein guter Anfang und ich hoffe, dass es in Zukunft natürlich weiter so geht. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Oder wo sagst du, nicht dein Stil, weil klar, jeder Designer hat seinen eigenen Stil? Also ich war auf jeden Fall sehr zufrieden. Also die Show hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, ich habe darauf gewartet, dass dieser Metallic-Effekt wieder hervorgeholt wird.